Ein winzig kleines Detail an der Haustür, so ein einfacher Klebestreifen oder ein Stück Paketband, so eins hier, das übersehen viele. Wir sollten das aber nicht übersehen, denn es kann bedeuten, dass unser Haus oder unsere Wohnung im Visier von Dieben ist, dass die Wohnung also ausgespäht wird von organisierten Banden. Bilder einer Überwachungskamera. Einbrecher machen sich an einem Einfamilienhaus zu schaffen, hebeln die Eingangstür mit einem Stemmeisen auf. Es dauert nur Sekunden. Die Täter sehen sich im Haus nach Beute um, in aller Ruhe, denn sie fühlen sich sicher. Das Gebäude hatten sie ausspioniert. Derartige Einbrüche machen vielen Menschen Angst. Die Fälle nehmen zu. Das Haus hinten dran, das Haus neben dran und das Haus vorne dran. Da waren sie über die Weihnachtszeit immer da. Sie wissen aber auch, dass überhaupt nichts passiert, wenn sie eingebrochen haben. Die Polizei kommt. Überfordert, total überfordert. Ganz genau. Heutzutage, es wird ja wahrscheinlich als schlimmer werden demnächst. Auch ihn hat es erwischt, Helmut K. Er will unerkannt bleiben. Der Einbruch in sein Haus belastet ihn. Das Sicherheitsgefühl in den eigenen vier Wänden verloren. Dass es erneut geschieht, davor hat er große Angst. Es war schon dunkel. Meine Frau hat das Haus schon verlassen. Ich danach auch. Die Einbrecher kamen, haben versucht, die Terrassentür aufzuhebeln. Das ist nicht geglückt. Dann sind sie an den Lichtschacht hingegangen. Da sind sie unten durch, haben das kleine Kellerfenster aufgehebelt, die Treppe hoch. In dem Moment kam fast die Begegnung zwischen meiner Frau und zwischen den Einbrechern und sind den Garten hinten raus geflüchtet. Die Kriminalstatistik alarmierend. 2015 in Deutschland fast 170.000 Fälle, der höchste Wert seit 13 Jahren. Beängstigend, weil immer weniger Fälle aufgeklärt werden. Das Landeskriminalamt macht daraus keinen Hehl und hat eine einfache Begründung. Wir haben in den letzten Jahren ganz intensiv neue Aufgabenbereiche bekommen, sodass das Gros der Polizeibeamten sich nicht um Einbrüche kümmern kann. Deswegen, je mehr Taten ich habe, aber nicht mehr Sachbearbeiter, umso eher steigt die Zahl der Einbrüche und nimmt die Zahl der Aufklärungsmöglichkeiten ab. Dabei gehen die Täter immer organisierter vor. Ob in dieser Wohnung jemand ein- und ausgeht, verrät zum Beispiel ein Klebestreifen am Türschloss. Die Studentin Henriette H. entdeckt solche Klebestreifen und hat gleich die richtige Vermutung. Bevor ich diese Entdeckung gemacht habe, war ich mit Freunden noch abends unterwegs. Ich bin dann nachts wiedergekommen und wollte gerade meine Tür aufschließen. Da habe ich am Schlüsselloch selbst ein Stück Klebestreifen entdeckt. Huch, meine Wohnung, Ziel von potenziellen Einbrüchen, wäre ich vorher nie auf die Idee gekommen. Mit Klebestreifen oder solch kleinen Plastikbändern prüfen Einbrecher, ob jemand ein- und ausgeht. Der Trick, das Bändchen klemmen sie zwischen Tür und Rahmen, meist auf Kniehöhe. Öffnet sich die Tür und es liegt am Boden, ist die Wohnung bewohnt. Falls nicht, ist niemand da. Varianten davon gibt es viele. Kennen die Passanten sowas? Er sieht aus wie ein Haken und verleitet dazu, etwas draufzuhängen. Ist das ein Zeichen von Bettler? Die sagen hier, da kann einer, da kannst du klingeln, da kriegst du immer was geschenkt oder so ähnlich. Eine Abdichtung, ja, das war meine Abdichtung. Dass man rein kann ohne Schlüssel. Nee, nee. Wir sehen das von so Einbrechern. Die legen das, glaube ich, in die Tür rein. Und wenn es dann weg ist, dann wissen die, ob das besucht ist oder nicht. Die Umfrage zeigt, kaum einer wittert hier Gefahr. Je harmloser die Wirkung, umso eher haben die Täter Erfolg. Das Problem? Solche Ausspähmethoden werden in den seltensten Fällen angezeigt. Das macht es den Ermittlern natürlich schwerer. Auch wenn der Täter nicht reinkam, hat er eine Spur hinterlassen. Und anhand der Streifen, der Schnittstellen, kann man auch wieder Kriminaltechnik anwenden, um Zusammenhänge zu erkennen. Denn auch Einbruchsversuche haben deutlich zugenommen. Allerdings, Täter scheitern häufiger, weil Hausbewohner vor allem bei Abwesenheit inzwischen bessere Vorsorge treffen. Das Haus ist alarmgesichert, akustisch, sowie also auch mit Ketten. Lichtanlage abends irgendwo, die Türen zuschließen, Fenster zuschließen, damit dann die Blumentöpfe ein bisschen verrückt, dass wenn sie aufgehen soll, dass es Krach gibt.
Ich informiere die Nachbarn, gebe einen Schlüssel dort ab. Ich habe eine Pizzeria im Erdgeschoss, die passen auf. Sicher ist das nicht. Vielleicht empfiehlt sich da ein günstiger Einbruchsschutz aus dem Internet. Beispiel: der bellende Wachhund. Er legt elektronisch los, wenn sich jemand auf 7 Meter nähert. Preis knapp 60 Euro. Was sagt der Kriminalfachmann dazu? Wenn ich also ein Haus mehrere Tage beobachte, der Hund bellt immer, es kommt aber nie einer aus der Haustür, um den Hund auszuführen. Also weiß ich automatisch, das kann nur ein Tonband sein, was da abläuft. Wie wär's mit dem TV-Simulator? Er lässt sich programmieren und täuscht Bildschirmflackern vor. Preis 15 bis 30 Euro. Ich habe mir so einen Teil mal vorgenommen und bin mal um mein eigenes Haus gegangen. Das ist also wirklich täuschend echt. Und das halte ich zum Beispiel für eine ganz gute Sache. Schließlich der Alarmtürstopper für rund 17 Euro. Er schlägt Alarm, sobald eine Tür geöffnet wird und sich über den Keil schiebt. Bei Abwesenheit ist einfach das Geräusch auch zu gering. Das sind zwar oft 90 Dezibel, aber wenn ich in einem geschlossenen Raum bin, hört das mein Nachbar, der vielleicht das Haus 10, 20 Meter weit entfernt hat, nicht mehr. Allerdings, für manche Einbrecher sind solche Geräte nicht mehr als primitives Spielzeug. Sie schrecken auch vor Entdeckung nicht zurück, brechen ein, wenn Bewohner zu Hause sind. Ein leider beängstigender Trend. Er rechnet einfach seinen Zeitfaktor. Wenn er genug gefunden hat, nimmt er sich den Ausweg, ob jetzt ein Bewohner dazwischen steht oder nicht. Deshalb sollten Bewohner von Häusern oder Wohnungen sensibilisiert sein, auch auf kleine Auffälligkeiten achten. Und manchmal ist es gut, wenn man wie Henriette die Initiative ergreift. Sie hat ihre Nachbarn gewarnt und dadurch Einbrecher vielleicht in die Flucht geschlagen.